Einen wunderschönen guten Tag, ihr Nasen. Ich grüße euch. Ich habe gestern das Video gemacht zu Amazon und eins der Geräte, die ich da empfohlen habe, habe ich mir auch selber vorgestellt. Ich wurde vorbestellt oder bestellt und dann kam vorgestellt, warum. Ich habe es mir einfach nur bestellt. Es ist ein Ulefone Note 10 und vor allem ist es ein Android 11 Device. Ja, Android 11 in der Go Edition. Ganz interessant. Vor allem aber, ja, das kann man ja heute dann, also früher Import. Hat ja gedauert, Gearbest Banggood. Gut, mit Priority-Versand, kam relativ früh, hat mich mal ganz so lange gewartet. Ansonsten hat man ja da, bis zur maximalen Anspannung gewartet. Bis dann endlich das Deckel kam, was man dann mit feucht-nassen Händen zerrissen hat. Ja, heute, tja, bestellt, morgens ist da. Ist inzwischen ja alles in Deutschland lieferbar. Direkt halt von Amazon oder von eBay, ich hab's halt von Amazon bestellt. Ja, hat wirklich nicht lange gedauert, bis der, also Fahrer von Amazon, ne, also im Vorbeifahren, so mit 70, ne, durch die Fußgängerzone, dann das Paket, also steckte praktisch in der Tür drin. Hat er bloß noch so, geschrieben, als das Auto am Horizont verschwand. Und da wusste ich, meine Lieferung ist da. Weil das ist da jetzt noch billiger geworden. 75 Euro kostet das jetzt. Das ist noch für 80 geholt. Die ändern ständig die Preise. Das ist echt krass. Und das ist ja auch so die neue Entwicklung, ja, dass man jetzt, naja, das nicht nur in Deutschland bestellen kann. eBay, da gab es ja schon längst Händler, die das selbst importiert und dann hier verkauft haben. Nein, inzwischen sind die Geräte auch beinahe so günstig wie halt direkt in den China-Store. Und da haben wir den SoC Unisoc SC9863A. 28 Nanometer, also relativ grob. Aber ich meine, das Gerät kostet 75 Euro, bleiben wir realistisch. Da sind wir auf die Leistung scharf. Auf jeden Fall bringt der neben den Octa-Core-CPU mit maximal 1,6 GHz und der IMG 8322 Grafikeinheit auch noch LTE mit, und zwar inklusive Band 20. Wir haben sowieso auch den Play Store schon vorinstalliert und die deutsche Systemsprache ist auch verfügbar. Also das Ding gibt es nur als Global. Kann man nicht viel verkehrt machen. Display 6,52 Zoll, LCD IPS, also Farben, Blickwinkelstabilität, ganz vernünftig. Auflösung, ja, Full HD packen wir in den Preisbereich noch nicht, ist auf jeden Fall HD Plus mit 1600x720 Pixel, ist aber in Ordnung. Im Verhältnis 20:9 merken wir ja schon an der Auflösung und wir kommen auf 269 ppi. Wie gesagt, in dem Preisbereich absolut vernünftig. Wir haben 2 GB Arbeitsspeicher, ist hier auch der Flaschenhals, und 32 GB Festspeicher. Der lässt sich natürlich wie immer per MicroSD-Karte erweitern. Dual SIM steht uns auch zur Verfügung. Das Kamera-Setup, Triple-Kamera. Ob das denn so stimmt, das sei mal dahingestellt in dem Preisbereich. Dabei löst die Hauptkamera mit 8 Megapixel auf. Erstaunlich gering, muss ich sagen. Mit einer Blende von 2.0. Und da haben wir noch 5 Megapixel Makro-Kamera und eine 2 Megapixel Tiefenkamera. Zumindest Makro können wir so heute sofort mal überprüfen. Und dann sehen wir, ob das stimmt oder nicht. Die Safi-Kamera löst mit 8 Megapixel auf. Es gibt einen Fingerabdruckscanner. Der Akku misst 5500 mAh, ist echt üppig. Wird mit maximal 10 Watt geladen. Ja, immerhin. Micro-USB noch. Oioioioioi. Dafür aber 3,5 mm Klinkenanschluss. Wir haben Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.2, GPS, kein NFC. Damit haben wir erstmal alles. Liest sich ja soweit gar nicht mal so schlecht in dem Preisbereich. Den SoC, den kenne ich eigentlich nur aus Tablets. Aber da hat er mir eigentlich schon gepasst, muss ich sagen. Werden wir aber später eh noch genauer prüfen. Heute machen wir erstmal Unboxing, so Lieferumfang checken und dann erster Eindruck. Keine Sorge, ja, ich werde es anschalten und wir werden auch ein paar Fotos mal mit der Kamera machen, aber alles so unter Studio-Bedingungen. Später haue ich dann noch alle Benchmarks durch. Wir machen einen Gaming-Test und dann wird es auch noch mehr Fotos geben. Wann ich dann das ausführliche Review mache, das weiß ich nicht so genau, aber ich verspreche diesmal, es wird nicht ganz so lange dauern wie sonst. Ich habe das Gerät hier in Rot. Sieht recht sexy aus, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Plastikrücken, ist ja klar. Überhaupt ist es ein kompletter Plastikbomber, Plastikrahmen, Plastikrückseite. Die vordere Seite hier ist natürlich aus Glas, ist ja klar. Wahrscheinlich auch nicht das beste Glas, aber mit einer Display-Schutzfolie. Das ist ja ganz fantastisch. Oh, eine kleine Blase. Nein, müssen wir an der Stelle mit leben. Schauen wir mal, was uns hier noch so mitgeliefert wird. Ihr kennt ja die Regel, umso günstiger das Telefon, umso mehr Zubehör. Warum auch immer, das sagt einfach nur die Erfahrung. Ja, seht ihr, ist ein Case dabei. Silikon-Case für die Rückseite. Gebrauchsanweisung, Phone Charging Instructions, okay. Hier den ersten Quick Start Guide, dann ein Micro-USB-Kabel in Schwarz und auch ein Ladegerät. Ja, ja, bei 1650 Euro sind Ladegeräte nicht drin, aber bei 66 Euro, ach Quatsch, bei 75 Euro, da passt das. 5 Volt, 2 Ampere. Es ist ein 10 Watt Ladegerät, okay. Mal so ein paar Sachen geklärt. Nein, Wireless Charging wird natürlich nicht unterstützt. Und was die Update-Politik angeht, falls es Updates gibt, würde mich das bereits überraschen. Erwarten tue ich das erstmal nicht. Und ein Upgrade auf Android 12? Auf keinen Fall. Habe ich in dem Preisbereich noch nie erlebt. Und ich denke mal, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ist das hier überhaupt ein Unibody? Och, das ist auch selten. Kein Unibody. Aber okay, und das ist der Preisbereich. Da haben wir eben sowas. Noch festverbaute Akku, wollen die mich echt? Meine, das ist doch nicht notwendig. Ich meine, das Ding kann man ja relativ leicht abnehmen. Das sind nämlich bloß Kreuzschlitzschrauben, ja, keine besonderen Schrauben, aber trotzdem ist es nicht mehr notwendig. Dangerous to disassemble, easy to burn and explode. Was ist denn das für eine Warnung?
Easy to burn and explode. Weckt nicht mein Vertrauen. Oh, kein Kombo-Schacht. Ja, weil es halt eine abnehmbare Rückseite ist. Da haben wir selten einen Kombo-Schacht. Wir können also Dual-SIM und Micro-SD-Karte parallel verwenden. Das ist sehr gut. Ist tatsächlich relativ selten. Hier ist der Fingerabdruckscanner. Das Rot, ihr seht, da ist noch so ein kleines Farbspiel mit drin. Außerdem haben wir einen Farbverlauf von Rot zu Lila, schätze ich mal. Das Kameramodul steht ganz, ganz, ganz leicht aus dem Gehäuse raus. Aber es stört nicht, wenn es auf dem Rücken liegt. Das ist auch super nice. Gerätestärke hier von 9,7 mm. Ja, ist jetzt nicht unbedingt super schlank, aber noch im Rahmen. So, und wir haben ein Gewicht von 206 Gramm auf die Gerätegröße. Ja, was soll ich sagen? 206 Gramm ist schon ein bisschen ordentlich. Display-Body-Verhältnis, muss ich sagen, für so ein günstiges Telefon ist das eigentlich erstaunlich gut. Ihr seht, wir haben hier eine Tropfnotch. Unten noch ein relativ üppiges Kinn. Links und rechts der Rahmen ist wirklich sehr schmal. Wir werden das Ganze jetzt erstmal offline einrichten. Später richte ich das dann nochmal komplett ein und wir machen nochmal diesen Alltagstest. Ja, sind wir eigentlich alles durchgegangen. Wir haben hier das Dreifachkamera-Setup auf der Rückseite, hier ein LED-Flash. Auf der oberen Seite 3,5 mm Klinke, auf der unteren Seite Mikrofon, Micro-USB und natürlich der Lautsprecher. Lautstärke, Wippe und Power-On-Taste auf der rechten Seite. Soweit vernünftig erreichbar. Druckpunkt, ja, hervorragend. Auch so die Verarbeitung der Tasten ist wirklich sehr zufriedenstellend. Okay, ich habe das jetzt schon auf maximaler Helligkeit, das Display. Also wir sehen jetzt schon, ich glaube besonders hell wird das hier nicht. Wir gehen mal ins Einstellungsmenü, da sehen wir das noch ein bisschen besser. Bei der HD-Plus-Auflösung, IPS, das heißt Schärfe geht in Ordnung und die Blickwinkelstabilität, die ist richtig gut. Die Wiedergabe der Farben ist auf jeden Fall top. Sicherheitsupdates 5. Februar 2021, das ist noch in Ordnung. Ja, wir haben hier schon voreingestellte Gesten. Funktioniert auch ganz gut. Ja, die Übergänge sind soweit auch relativ smooth, also was die Animation angeht. Wir sehen auch den Speicher hier, 1,3 GB sind verfügbar von unseren 2 GB Arbeitsspeicher. Das geht so erstmal auch klar. Die Google Apps sind hier in der Go-Version installiert. Ja, der Play Store natürlich nicht, aber der Rest schon. Ja, Assistant Go, Gallery Go, Google Go und Maps ist normalerweise dann auch Go. Wir können uns die richtigen Apps auch einfach aus dem Play Store laden. Wer sagt, nee, Blödsinn, brauche ich nicht. Ach, kein App Drawer, was ist denn das für ein Blödsinn? Also die UI hier tatsächlich ein bisschen individualisiert, allerdings nicht so wirklich, vor allem nicht wirklich sinnvoll. Startbildschirmstil regelmäßig oder mit App-Schublade. Die Übersetzung ist wirklich grauenhaft, was das angeht, aber diese Übersetzung gilt dann immer nur für Features, die normalerweise nicht im Stock enthalten sind. Der Rest ist dann halt ganz normal. Also muss man sich jetzt nicht wegen gröberen Übersetzungsfehlern hier Gedanken machen. Und mit App-Schublade habe ich jetzt hier auch meinen App-Drawer auch wieder zurückgeholt. Mehr Individualisierung haben wir nicht. Es ist das erste Mal, dass ich hier Android 11 Stock sehe. Selbst weiß ich es nicht genau, ob hier auch viel kosmetisch verändert wurde. Ich denke mal, der Hintergrund, wow. Da haben wir einen Hintergrund hier zur Auswahl, nämlich der, der schon drauf ist. Ich bin unglaublich beeindruckt. Ja, wir können hier, habt ihr vielleicht gerade gesehen, ja auch zwischen den Apps hin und her wechseln, indem wir rüber swipen über diese kapazitive Home-Taste. Das finde ich mal ganz sexy. Und wir swipen hoch, sind auf dem Homescreen oder wir swipen hier hoch und sind dann in den App-Drawer. Läuft alles, muss ich sagen, echt vernünftig. Ihr seht, ja, Ruckler gibt es natürlich bei den Animationen, bei den Übergängen immer mal. Aber das ist jetzt nichts Grobes. Ist natürlich hier ein 60-Hertz-Panel. Wenn wir mal ein bisschen schauen, ob es irgendwas gibt. Face-Unlock unterstützt, ja, mit der Kartoffel-Frontkamera. Fingerabdruckscanner kann man einrichten, würde ich für die absolut sichere Variante halten, vor allem die zuverlässigere definitiv. Unter Display, ja, Helligkeit, dunkles Design können wir aktivieren, bei IPS ein bisschen blödsinnig, außer es gefällt einen, Farben und Kontraste kann man ja einstellen, das finde ich echt gut. Automatische Helligkeit wird unterstützt, ja. Das heißt, wir haben hier irgendwo noch einen Lichtsensor verbaut, der das Umgebungslicht misst und automatisch die Helligkeit anpasst. Wenn wir das denn wollen, Kamera mal angeschmissen, so Panorama, Neuausrichtung. Bitte halten Sie, was, Öffnung, virtuelles Grad. Neuausrichtung, ich glaube, das ist so ein Fake-Porträt-Modus. Handbuch. Was ist Handbuch? Ja, ich weiß, was ein Handbuch ist, aber das ist doch hier keine Funktion in der Kamera-App. Handbuch ist ja offensichtlich ein Pro-Modus, weil wir können hier die Helligkeit einstellen, Autofokus, Weißabgleich. Also, ja, Handbuch ist offensichtlich Pro-Modus, Automatik-Modus für Foto. Videomodus, Zeitraffer-Modus, geil. Und mehr. Unter mehr haben wir hier noch Audiobild, keine Ahnung, Nachtaufnahme, DV-Makro. Also Videomakro, Normal-Makro, Nachtmodus, Filter können wir einstellen. QR-Code-Scanner ist dabei, sehr gut. Intervall und Bersten, also Bürsten-Modus. Hier ist Makro. Gut, schön, dass ich das sehe. Ja, es scheint auch ein echter Makro-Modus zu sein. Okay, ich habe mal ein paar Fotos für euch gemacht. Die blende ich euch jetzt mal ein. Nochmal ganz kurz zum Porträtmodus. Das könnte doch ein echter sein, weil der gefakte Porträtmodus anders funktioniert. Das werde ich dann für den Alltagstest auch nochmal richtig ausprobieren. Und so habe ich erstmal so ein paar einfache Fotos für euch, die ich hier im Studio gemacht habe. Ich konnte schon feststellen, der Dynamikumfang ist richtig schlecht. Ich hatte schon lange nicht mal so einen schlechten Dynamikumfang. Ich hatte aber auch schon lange nicht mal so ein günstiges Telefon. Ich denke mal, in dem Preisbereich sollte man echt nicht mehr erwarten. Zumal ja die Makrokamera tatsächlich auch echt ist. Also haben wir zumindest hier ein Dual-Kamera-Setup für 75 Euro. Ist ja schon ziemlich krass. Scheint soweit echt ganz fähig zu sein, muss ich sagen. Es ist schon sehr interessant, was heute für 75 Euro drin ist. Zumal es kein
Import ist 2.32, dann dieser Spreadtrum SoC, also beziehungsweise Unisoc. Android 11 ist ja auch schon drauf. Das Display Bodyfight ist echt gut. Das Display ist auch allgemein ziemlich gut. Ja, im Sommer, wenn man mit draußen unterwegs ist, kann es ein bisschen Probleme geben, wenn es wirklich sehr hell ist, dass man nicht mehr viel erkennen kann, auch auf maximale Helligkeit. Es liegt, glaube ich, gut in der Hand. Klein ist es auch nicht. Naja, ist heutzutage aber nicht für jeden ein Vorteil. Was Gewicht und die Stärke angeht, ist schon in Ordnung. Zumal hier den Vorteil hat, die Kamera schaut nicht aus dem Gehäuse raus. Und gerade bei aktuellen High-End-Telefonen haben wir manchmal einen extrem fetten Kamerabuckel. Also nicht nur eine Größe, sondern auch eine Stärke. Das schränkt schon teilweise das Gerät ein, wenn man es halt auf den Tisch legt. Der Fingerabdruckscanner ist dabei. Das ist in dem Preisbereich auch nicht unbedingt Standard. Die Kamera macht jetzt so, ich habe es mir noch nicht auf dem Computer angeschaut, aber erstmal so in der Galerie, macht die erstmal für 50 Euro einen ganz soliden Eindruck, will ich jetzt nicht zu viel sagen. Flaschenhals würde ich hier erstmal die 2 GB Arbeitsspeicher sehen, allerdings erstmal haben wir die Android Go Version. Wenn man das jetzt wirklich nur für WhatsApp verwendet und für das Internet surfen, für Social Media, YouTube schauen oder auf Facebook irgendeinen Quatsch schreiben, müsste das aber eigentlich auch okay sein, wenn man jetzt nicht anfängt, halt die größeren Apps zu verwenden, wie zum Beispiel Games, die aber eh durch den SoC limitiert werden, obwohl ich bin der Meinung, Call of Duty, niedrige Einstellungen, müsste hier eigentlich flüssig drauf laufen. Das werde ich natürlich auch ausprobieren für den Alltagstest. Und wenn ihr das so toll findet, dass ich so die besten Deals bei Amazon raussuche, dann mache ich das immer mal. Die ganze Recherche ist relativ aufwendig, aber ihr habt ja was von und ich auch. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder, wenn euch das gefallen hat. Dann seid ihr hoffentlich beim nächsten dabei. Ich habe mich noch bestellt, aber jetzt, wo das auf 75 Euro gefallen ist, da lohnt sich das eigentlich kaum noch, das Qbot Note 7. Da muss ich noch warten, bis der Amazon-Fahrer dann auch das Paket, ne, direkt durch das geschlossene Fenster beim Nachbarn. Bis zum nächsten Video. Ach ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr gar nicht aus meiner Community seid. Danke. Bis dahin. Ciao.